So, Teil 2 aus, Lance. Viertelfinale, weiter schon Halbfinale. Dann meine Gasse jetzt im Kreis, Christoph Seville. Wie Sanko sagte, war der wohl mal TV-Weltmeister, muss ich nachgucken. Also Monaco gegen Frankreich. Haben gerade angefangen, ich weiß nicht, ob es schon einen Spielstand gibt. Wenn das da hinten stimmt mit 7:0, dann könnte das schnell gehen. Gucken wir uns auf jeden Fall mal die Guten an. Also Monaco im Kreis, der Leger. Name erstmal nicht bekannt. Kann man vielleicht später nochmal nachreichen. Legt einen Punkt. So, französischer Terreur fackelt nicht lange mit links. Ja, toller Schuss. Punkt hat er wahrscheinlich hinten bei der glitzernden Kugel hinter dem Cochonnet. Das gestreifte, was man uns gut sehen kann auf der Aufnahme. Monaco also wieder im Kreis und legt. Der französische Schiedsrichter geht vorbei, guckt mich ganz böse an, vielleicht aber auch nur nett und freundlich. Also Punkte Monaco. Schauen wir mal, ob wir irgendeinen Spielstand sehen können. Bin auf jeden Fall gut drauf. Also nicht ganz klar, ob sie über zwei Felder spielen oder komplett offen. Anscheinend über zwei Felder. Cousinet diagonal gespielt. So, jetzt geht's los mit dem Spielstandsanzeiger. Der stand noch auf der alten Partie 2:0 für Monaco. Das ist wieder der sehr angenehm zu spielende Boden, leichte Kiesauflage. Aus Spielerrichtung geht es nach rechts und den Berg runter. Cochonnet nicht so gut zu sehen wahrscheinlich, aber jetzt können wir kein schwarzes reinwerfen. Oh, knapper kann man nicht vorbeischießen. Schöner, lockerer Schuss. Knapp links vorbei. Hier auch wieder bei den Gegnern mit der Trikotpflicht wird es auch nicht ganz so ernst genommen. Der Mann mit Bart und Sonnenbrille auf dem Kopf, der jetzt im Kreis ist, hier vom Ortsclub Lens. Sieht man an den Trikots. Ja, tolle Kugel. Schießende Kugel leider gerade verdeckt. Oh, links vorbei. Hinten nichts markiert, wird aber einfach zurückgelegt. Also Christoph mit einem Fehlschuss. Zweiter Schuss. Diesmal satter Treffer mit Punkt. Karo geschossen.
ist natürlich nicht zufrieden ab des ersten Fehlschusses. Ja, Gegenschuss Frankreich. Ja, ärgert er sich, satter Eisentreffer. Wollte natürlich beide haben und nicht nur die eine. Kriegt aber den Konter nicht. Schießt auch kein Karo, deswegen der Frust. So, der Wasserspieler bleibt ein bisschen zu kurz. Und wir sind in Frankreich. Schuss für Punkt. Patsch. So, drei Kugeln Monaco. Punkt am Boden bei Frankreich. Und noch eine Kugel. Christoph lässt seinen Leger entweder erstmal was ins Spiel bringen oder halt natürlich gleich den Punkt legen. Also ich bin über zwei Felder. Da hat er die ziemlich unsouverän ins Aus gelegt. Hätte natürlich links vorbeispielen müssen, weil ja bekannterweise der Boden nach rechts abfällt. Gibt gleich nochmal eine Anweisung, links vorbeizuspielen. Ja, viel besser gemacht. So, Punkt am Boden beim Gegner und was hat Win? Schuss für Punkt. Oh, interessante Körperhaltung, interessante Ausbewegung, holt den Punkt. Oh, ich bin noch gespannt, wenn er ein Karo schießt. Hat er einen Punkt, wenn er sonst ausschießt, das ist eine Nullaufnahme. Der Leger sagt, komm, einfach da links vorbei. Oder was sagt er? Schießt doch einfach ein Karo, was soll's. Genau, also schießt du raus, dann gibt es eine Neuaufnahme. Bleibst im Feld, hast einen Punkt. Ja, schöne Aufnahme. 12 Kugeln im Haus. 12 Kugeln gespielt, 0-0, sieht man auch nicht so oft, glaube ich. Also, bleibt beim 2-0 für Monaco. Die Spielfelder leeren sich natürlich so langsam. Wie schon gesagt, ab der zweiten Runde K.O.-System. 62 Mannschaften am Start, hat sich dann geteilt in 2x31. Wir haben das dritte verloren, dann waren es noch 16, 8. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob das Viertelfinale oder das Halbfinale ist, aber das kriegen wir auch später noch raus. Genießen wir einfach mal Boule aus Frankreich. Hat man ja auch nicht jeden Tag. Hier stand 2-0 für Monaco. Alle Mann. Okay, ist okay. Okay. Merci. Ja, der Schiedsrichter hat mich gerade nochmal gefragt, ob wir denn aus Deutschland sind und ob ich nach Deutschland streame. Und er hat gesagt, okay, alles kein Problem. Ich habe auch hier die Veranstalterin gefragt. Die hat auch gesagt, filmen, prima, prima. So, toll mit Schnitt gegen den Hang links vorbeigespielt. Tolle Kugel.
natürlich geschossen, wird natürlich getroffen. Schönes Palais, zwei am Boden. Monaco mit der zweiten Legekugel. Ganz fein reingeschnibbelt, schön gespielt. Gefe den Berg hoch. Ja, schön. Schönes Pool, schöner Treffer. Bravo. How do you make the green point of weight? Dritte Legekugel. Ah, diesmal bleibt da vorne hängen. So, wahrscheinlich können es Zweier sein. Sehr freundlich, dass der Monegasse, der Leger mit schwarzen Kugeln spielt, die kann man dann schön unterscheiden. Ja, hat vorne geschossen, dann ist es nur einer. Ach nee, mal eben die Sounds ausgeschossen. Franzose knirscht mit den Zähnen. Spott und Hohn vom zweiten Franzosen. Aber alles ganz freundlich gemeint. Tja, wäre jetzt interessant zu wissen, aber die Sau wollte. Ich bin mal ganz stark davon aus. Christoph Sevilla aus Monaco. Extra rübergekommen nach Wars, um mal eine schöne Runde gut zu spielen. Führt hier weiterhin 2-0. So, französische Eröffnung, Platz gelassen. Weiß nicht, ob das ein bewusstes Angebot war. Keine Karo-Falle aufgebaut. Feines Händchen, der monegassische Leger. Hier auch wieder die Gefahr, Berg runter. Ruckzuck hat man durchgelegt. Hat sofort angegriffen, sofort geschossen. Nächster Treffer des französischen Tireurs. Beide Kugeln immer aus. In der letzten Aufnahme in die Richtung hat er keine Kugel die Aufnahme überlebt. Guck mal, was diesmal passiert. So, natürlich wieder Punkt gelegt. Und natürlich wieder satter Eisentreffer. Sehr schönes Spiel, Monaco gegen eine französische Ortsmannschaft. Also starkes Niveau hier in der Partie. Und wir sind ja nur bei einem Departement-Turnier, ein Fans-Turnier in Wars.
Auch spannend, dass die Franzosen um 14 Uhr anfangen mit ihren Turnieren. In Deutschland, ja, generell fangen wir eher um 10 Uhr an. Generell ja. So, der monegassische Starttireur muss legen. Er legt so gut, wie er schießt. Er hat jetzt noch zwei in den Händen. Zwei Kugeln auch beim französischen Leger. So, Strafschuss. Und jetzt die Frage, was tun? Also schießt nochmal krachendes Karo. Franzosen jetzt leer und der Monegasse noch mit zwei Kugeln. Viel Platz nutzt er. Punkt am Boden, Monaco und die Möglichkeit auf ein Zwei-Punkte-Spiel. Kann auffüllen. Ja, macht er. So, neuer Spielstand. 4:0 für Monaco. Auch hier schön zu sehen, das ist halt eine Bahn, wo man auch gut einfach mal eine hinrollen kann. Das ist ja immer die Frage nach dem richtigen Wurf auf dem richtigen Platz. Natürlich kann man hier auch Hochparterres spielen, aber wie wir sehen, die exzellenten Spieler suchen sich ein Dornier, setzen auf, lassen einfach rollen. Der Boden eben relativ hart, aber eine schöne weiche Kugel kann man echt gut hinspielen. So, Angebot Frankreich. Könnte man natürlich auch jetzt durchschießen, aber die Monegassen mit dem exzellenten Leger legen lieber für Punkt. So, diesmal hart aufgekommen und nach rechts weg. Ärgert er sich, hat er sich verlesen am Boden. Thank you.
So, korrigiert, lässt die Kerzen gerade laufen. Hat gerade hinten den Punkt. Wird gleich mal kommentiert vom Mitspieler. Franzose legt er auch durch, sagt, ah, guck mal da, da lag ein Steinchen, das habe ich getroffen. So, interessant mal so ein Legeduell in Frankreich zu erleben. Hätte man ja schon längst mal eine schießen können. Wird erstmal weitergelegt. Es wird die nächste durchgelegt. Da kann es nicht fassen. Augen rollen. Sein Kumpel kriegt innerlich eine Krise. So, da ist der Punkt, was ihr was sehen könnt. Hat sich leider ein Franzose genau davor gesetzt. Mal gleich mal gucken, dass wir mal die Kameraposition wechseln. Wo wir ja eigentlich richtig schön standen. Ja, der Schuss ist nicht frei, er muss über die Sau hinwegschießen und dahinter liegt die eigene Kugel, Kontergefahr. Aber er hat drei Kugeln, wird natürlich sicherlich schießen, genau, macht er auch. So, räumt einmal ordentlich auf, gegnerische Kugel, eigene Kugel, alles weg. Zwei Kugeln jetzt noch. Sieht dann eh noch mal aus. Ja, da wird es natürlich eine ebene Stelle treffen. Ja, stark gemacht. 1-1, Schuss für Punkt. Drüber. Da ärgert er sich und ärgert sich. Die Arme werden geschwungen. Aber dann wird gleich wieder gelacht. Und Christoph mit der letzten Kugel. Ja, macht er gut. Nächsten zwei Punkte für Monaco. Stellen auf 6. 6-0, 6-1, bisschen nicht so einfach zu sehen mit dem Spielstandsanzeiger. Die kennen hier keine 0 und keine 13 auf ihren Spielstandsanzeigern. Läuft von 1 bis 12. Bei 0-0 steht man irgendwie zwischen 12 und 1. Macht natürlich auch Sinn, wozu braucht man eigentlich die 13? Wenn man die 12 gestellt hat und einen Punkt macht, hat man 13. Die muss man nicht unbedingt einstellen und sich merken. Also 6-0, nee, doch, 6-0, 6-1. Für Monaco. So, eben kurze Schwächeperiode beim monegassischen Leger. Hat er zwei deutlich durchgelegt, jetzt einfach mal wieder neben die Sau. Schuss Frankreich. So, läuft eine Französin durch, die einen Sitzplatz sucht.
Da kann ich mich da hinsetzen, ja besser nicht, hier fliegen Kugeln. Da sucht sie sich hinten ein Plätzchen. Sehr schön. Guck mal, ob das den Terror aus der Konzentration gebracht hat. Nö. Kugel, Sau, alles aus, alles weg. So, geht es ein bisschen weiter nach rechts. Nicht dahin, wo sie eben keine Punkte gemacht haben. Da hat er immer Punkte gemacht, aber er kam nicht hin. Das ist, so ist es richtig gesagt. Ja, weiße Sau mit roten Streifen auf hellem Untergrund. Ja, starke Eröffnung, tolle erste Kugel, kommt natürlich wieder der Schuss. Ja, schöner Treffer, schönes Palais. Zweite Legekugel. Ja, 30 durch. Kein Grund für einen zweiten Schuss. Ja, oder doch? Erstes Palais liegt natürlich auf dem Platz. Nee, hat gelegt. Kann man sich schön hinten drauflegen. Aber nochmal durchdiskutiert. Und jetzt ist die Entscheidung gefallen. Wird gelegt. So, ohne Punkt. Hängende Schultern beim französischen Leger. Muss es der Terreur richten. Ja, gerade so erwischt. Kugel geht hinten raus. Gestern hier wurde einmal schön abgekreidet. Kreidelinien reichen aber auch genau einen Tag lang, dann sind sie schon wieder weg. Man sieht es ja an den Außenlinien teilweise schon nicht mehr zu sehen. So, jetzt kommt Davy hier von U Club Wars und stellt sich einmal natürlich wieder für die Kamera. Kann ich aber berichten. Punkt Monegasson. 50 cm durchgelegt. Der Schuss gefällt ihm jetzt nicht. Danke, Dagmar. Also Frankreich legt, Davy macht den Weg frei, die Sicht für uns und Monegasse, der Monaco-Spieler, schießt. Schöner Treffer, nichts als Eisen. Frankreich noch mit zwei Kugeln, Monaco mit zwei Kugeln.
Ja, schön hingespielt, auch schön vor die gegnerische Kugel gelegt. Toller Punkt. Ja, was denkt Monaco über eine Kontergefahr? Ja, macht dann Schnütchen, will also nicht unbedingt schießen. Eine Kugel von Monaco auf dem Platz. Wenn er die jetzt kontert, hat er ein Problem. Kann es natürlich auf der Backe treffen. Muss er nicht kerzengerade schießen. Ja, schießt. Dann schießt sie eben nicht frontal drauf, sondern ein bisschen von oben, ein bisschen auf die Seite. Und damit Punkt geholt. Frankreich muss legen. Und oh, die Reaktion hier von dem Publikum. Wie kann er denn den nur verlegen? Bleibt über einen Meter kurz. Punkt Monaco. Und natürlich eine schöne Chance, den zweiten Punkt reinzulegen. Wir sprechen nochmal das Gelände, links vorbei, rechts vorbei. Ich würde... Oui? Oui? Ja? Quatre finale. So, dreht das Ding da rechts vorbei, läuft genau eine Kugel Breite weiter. Also wieder zwei Punkte für Monaco, stellen jetzt auf 9 Punkte. Also Viertelfinale 9:1 für Monaco. Oh. Also, danke Dagmar für den Hinweis. 8:1. Also Monaco hat alles im Griff. Leger macht einen guten Job. Krachender nächster Eisentreffer vom französischen Tireur. Ja, kommt auf, lässt sie rollen, legt einen tollen Punkt. Nächster Schuss. So, kommentiert vom Leger, mehr muss man nicht sagen. 2 Schuss, 2 Treffer, 2 Palais. Jetzt doch mal ein schöner französischer Royal, dann wären sie wieder im Spiel. So, dritte toll gelegte Kugel. Schießt da drüber. Hat sich ausroyalt. So, natürlich auch schießen. Der Leger hofft wahrscheinlich auf die Sau. Oh. Flach und vorbei.
aus der Hand geflutscht, Brille nach unten geklappt. Ja, so schön angefangen mit zwei Palais. Hätte jetzt gern die Sau, erwischt sie aber nicht, knapp vorbei. Oh lala. Schönes Lehrbeispiel für Körpersprachenleser. Einmal durchpusten. So, da liegt er, der Punkt der Franzosen. Quatsch, der Monegassen. Dreifache Loch der Franzosen. Kurz mal den Kompagnon gefragt, was soll ich machen. Press hinten auf die 1 wäre natürlich toll. Legt die Kugel ins Bild, aber nicht mehr. So, da waren sie nicht schießen. Da würde er auffüllen. 3 in den Händen, 60 cm Platz. So wie er hier bisher gespielt hat, trauen wir ihm mal 3 weitere Punkte zu. Da kommt der zweite. Also eben immer dran denken, Weltklasse-Spieler. Klar könnte man hier zaubern, aber Donné suchen, Donné anspielen, Kugel rollen lassen. Muss man keine Hexerei veranstalten. Da hat er sein Donné, guckt sich es nochmal an, markiert es nochmal. So, Halbpartie mit ein bisschen Rückschnitt. Ja, viel souveräner kann man da rein nicht reinlegen. Kann man einen Lehrfilm draus machen. Also 4 weitere Punkte für Monaco. 8 und 4 ist 12. Zu sein, gebe ich jetzt keinen Pfifferling mehr auf die Franzosen. Ja, geht mal darüber, genau, damit die Kamera auch es gut einfangen kann. Ja, sehr schön. Mal die Kamera ein bisschen darüber stellen. Ich kann mal den einen Franzosen noch bitten, ein bisschen nach links zu gehen. Würde uns schon helfen. Ah, ich glaube, ihr habt alles im Blick. Naja, bei 12-1 lässt sich natürlich auch leicht legen, aber der Kerl ist natürlich die ganze Zeit gut im Geschäft. Danke, sag mal. Da kann ich selber auch was sehen. So, ein französisches Wunder muss auf dem Platz. 1:12 gegen die beiden starken Spieler aus Monaco aufzuholen, natürlich verdammt schwierig. So, Sauer Maus. Caro geschossen, Palais getroffen, Cojonet mitgenommen. Einmal Seitenwechsel.
Oh, Sauwurf zu lang. Hinten an die Linie. Wieder dürfen die Franzosen platzieren. Knappe 8 Meter würde ich mal tippen. So, Kugel ist schön unterwegs. 40 cm, 45 Frostkugelchené. Müsste man eigentlich schießen, kann man immer wieder anspielen. Ja, macht er auch, haben gedreht. So, wieder Kugel und Schweinchen, wieder Seitenwechsel, weiter geht's. Einmal hin, einmal her. Immer lustig, wie die Sonnenbrille runterklappt. Bei dem französischen Ex-Leger, jetzt Tireur. Weiß nicht, ob sie gedreht haben, damit der Tireur dann immer schön die Sonne ins Ausschießen kann, wenn es eng wird. So, 12-1 weiterhin. Das ist interessant, er spielt bergab echt besser, legt er konstanter. Berghoch ist er mal kurz und öfters auch mal lang. Das sind dann vielleicht die extra 10%, die man in den Wurf reinlegt, damit man den Berg hochkommt. Aber zieht er manchmal. In Frankreich ballert jetzt alles. Da ist die Kugel da hinten noch drin, anscheinend genau auf der Linie. Schusskugel hat also den Punkt. Frankreich jetzt nach dem Motto alles oder nichts. Was auf dem Boden liegt, wird weggeballert. Bergauf mal aber nicht. Einmal lang, einmal kurz. So, die wird nicht geschossen. Könnte natürlich wieder versuchen durchzuschießen. Kriegt einen Punkt, nicht so gut, keine Karo-Falle. Ich möchte gerne, dass Monaco weiterlegt. So, da kommt die nächste französische Sichtwand. Du. Du. Dankeschön, merci. Also viele Helfer hier sind gesetzt am Spielfeldrand, aber auch die Franzosen finden es schön, dass ich hier übertrage. So, Monaco hat noch mal eine verlegt. Jetzt wird geschossen. Zwei am Boden, Monaco. Der letzte Kugel des französischen Legers. Lala, lala. Schön hinten die Reaktion vom französischen Tireur. Mal ein bisschen ranzoomen. Kann es gerade nicht fassen.
dass sein Mitspieler die 60 cm, 70 cm nicht nutzt. So, jetzt auf dem Weg zum Kreis. Ja, wie kannst du ihn nur verlegen? Sagt er seinem Kumpel. Ah, guck mal, ist doch ganz einfach. Einfach hinrollen, fertig. So einfach geht's doch. So, 2 gegen 2. Und er trifft und trifft und trifft. Frankreich braucht natürlich einen Punkt. Wieder toll hingerollt. Hätte gern natürlich die Sau mitgenommen, denn hinten liegen noch 2 französische Kugeln. Schuss für Punkt, 3. Mal, 3. Treffer. Zack, weg ist er. So, 13 am Boden, letzte Kugel. 2 Mal so schön hingespielt, gegen aus und jetzt Oh, jetzt hat er Nerven. Oh. Also hier wirft man mal den Kreis, wenn man sauer ist. Monaco gewinnt das Ding klar mit 13:1 und zieht ins Halbfinale ein. Und alles weitere dann später.